Das Goodie, das ist hier das Ende von meinem kleinen Zuhause-Trail. Natürlich super geil, wenn der Raps blüht hier. Oh, der riecht extrem stark. Oh, richtig schön. Das ist echt ein Träumchen. Ja, ich wurde wunderbar hindurch navigiert von allen Geräten, also alles schick. Da gibt es mal nichts zu meckern. Ja, nehme euch jetzt noch kurz mit. Ich zeige euch mal diese Ansicht hier. Und zwar, wenn ich hier um Fahrrad sitze, sehe ich fast meine, ja, die Vorderkante vom Reifen, nicht? So groß ist dieses Rocks. Ein ganz schöner Klopper, wahrscheinlich von der Größe her vergleichbar mit dem Garmin 1030. Ja, jetzt wird wieder gemeckert hier. Ich habe den Track kurz verlassen, obwohl ich das eigentlich angegeben habe. Karte von Garmin, da steht vorne erst bitte wenden in 60 Metern, auch hier bei dem Wahoo in 70 Metern wenden. Ja, und hier das Sigma Rocks möchte, dass ich gleich wende, werde ich aber nicht tun, weil ja, ich wollte euch einfach mal die kleine schöne Aussicht hier zeigen, hier diese schöne Plattform, findet sich einen Kilometer von mir weg und ja, das ist sozusagen meine kleine Runde durch den Trail nach Feierabend und dann nochmal hier einmal ran und dann einfach mal kurz so die Aussicht genießen, diese Freiheit hier und da hinten zwischen diesen, ja, Baumreihen, und da wo die Lücke ist ungefähr, da geht die Sonne dann runter und das sieht hier wirklich super geil aus. Hier die schöne Aussicht, diesen schönen Fleck Erde zeigen. Ja, das soll es dann erstmal soweit gewesen sein. Ja, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. So eine eierlegende Wollmilchsau gibt es momentan leider nicht. Das wäre vielleicht mit dem Garmin 1030 der Fall. Für meinen Geldbeutel aber deutlich zu teuer. Also 480 Euro möchte ich dann doch nicht für ein Fahrradnavi ausgeben. Da habe ich dann keinen Bock drauf. Ich wollte so im Bereich 230 bis 280 Euro bleiben. Dieses Sigma hier, Sigma Rocks 12 Sport, gibt es für 299 im Angebot. Sprich, also wenn man ein bisschen aufpasst, je nachdem, ob man mal 10% Rabattgutschein irgendwo kriegt, dann liegt man bei dem Preis bei 270 Euro bummelig. Ne? Eigentlich eine feine Sache, nur halt relativ groß. Das Wahoo und das Garmin Edge 520 Plus sowie das 820 sind von der Preisspanne her gleich, bewegen sich so 230 bis 250 Euro, je nachdem, wie es mit dem Angebot aussieht. Wenn neue Geräte rauskommen, werden die wahrscheinlich wieder ein bisschen günstiger werden, also vom Preis fallen. Ja, das Wahoo ist sehr, sehr minimalistisch, zeigt dir wirklich nur das an, was es anzeigen soll, hat keine Navigationsmöglichkeit drin, geht leider nicht. Ich kann jetzt hier mal stoppen, ne? Beenden in dem Fall. Ja, und ich kann nichts großartig mehr machen. Ne? Ich kann vom Map-Management zurück zum Start gehen. Na, das ist natürlich eine feine Sache, dass ich einmal zurück zum Start gehe. Aber ich glaube, da war das so, dass es wirklich nur die Möglichkeit hat, dort wieder ja, die gleiche Strecke wieder abzufahren sozusagen. Ich gucke mir das einmal an, hier zurück zum Start. Wählen. Dann lädt er die Strecke und führt mich eigentlich nicht ja, meinen kurzen Weg. Nach Hause an. Ja, 3 Kilometer sind es jetzt. Zeigt mal halt nicht an, er lässt mich nur diesen Weg zurückführen. Aber ich könnte mit Komoot, ich sag mal, innerhalb von 1-2 Minuten maximal dort die Route reinknallen und dann nach Hause navigieren ohne Probleme. Und was ich so ein bisschen vermisse bei dem Wahoo, ist diese, ja,
Routenberechnung, wenn ich mal von der Route abweiche. Das finde ich bei dem Garmin 520 Plus, zum Beispiel 820, deutlich besser, ne? Weil ich ja doch mal, wenn ich gerade auch in einem Bereich bin, wo ich mich denn gut auskenne und sage, Mensch, ich möchte aber jetzt lieber doch mal rechts abbiegen und da nochmal langfahren, ne? Dann wird die Route einfach neu berechnet und dann geht's halt weiter. Das Wahoo meckert nur einen gewissen Moment rum. Und ich glaube, wenn es 3 oder 4 Mal gemeckert hat, ist dann Feierabend. Ja, das vermisse ich so ein bisschen. Ist halt komplett minimalistisch. Ne? Kein Schnickschnack, nichts drum und dran. Beim Garmin gibt es richtig geile Sachen, was ich wiederum bei dem Sigma vermisse. Ja, diesen Virtual Pacer, Virtual Racer. Das vermisse ich so ein bisschen. Das gegeneinander antreten, okay, man kann mit den Segmenten gegen andere, aber auch gegen sich selber, gegen seinen persönlichen Rekord antreten, kann man machen, ist okay, aber diesen Virtual Racer finde ich doch echt geil, muss ich sagen. Oder halt gegen eine andere Aktivität antreten, das vermisse ich halt bei den anderen Geräten, hier halt so nicht. Das wiederum ist, großer Pluspunkt für das Garmin. Auch die Karte ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sehr gut absehbar. Feine Sache. Man kann es auch sehr gut einstellen eigentlich. Wenn ich aber die Karte nutze, habe ich nur 2 Datenfelder. Das ist wiederum der Minuspunkt. Ne? Also wie man merkt schon, alles Gute hat man nie beisammen. Man muss sich selber so das für sich das Beste raussuchen, was man wirklich haben muss oder haben möchte. Und muss dann für sich selber entscheiden, sodass es eigentlich keinen richtigen Gewinner gibt. Manchmal ist es 820 ausgestiegen und hat wirklich die ganze Zeit eine Route versucht neu zu berechnen, obwohl das totaler Nonsens war. Das hat ganz schön genervt. Nachdem ich es jetzt aus und wieder angemacht habe, hat es heute mal nicht gemeckert. Nur die Routenberechnung war halt extrem lange. Tja. Ich würde sagen, ich teste das Sigmarox 12.0 Sport noch ein bisschen länger, fuchse mich da noch ein bisschen ein. Und es könnte ja sein, dass durch ein Update eventuell das alles ein bisschen besser wird. Und auch bei dem 830, was dann eventuell kommen soll, können wir gespannt sein auf einen hoffentlich stärkeren Prozessor. Und es wird sich noch ein bisschen was tun. Ich sag mal, wir sind hier noch relativ am Anfang der Navigationsgeräte. Und da kommt noch ein bisschen was zu auf die Radfahrer oder auf die Radfahrernation. Da hat alles seinen Preis, muss man selber wissen. Ich persönlich fahre am besten wirklich mit Komoot-App auf dem Handy, auf dem Smartphone. Das in der Offline-Version oder auch nicht. Das ist relativ schön. Kostengünstig, muss ich wirklich sagen. Das Einzige, was halt ist, dass der Akku ein bisschen schneller aufgefressen wird. Aber wenn ich denn mal eine Tour machen sollte, hier von über 8 Stunden am Tag, dann nehme ich mir einfach eine Powerbank mit und dann ist das. Jetzt habe ich genug gequatscht. Ich fahre jetzt nach Hause und bin dann erstmal durch für heute. Werde nochmal die Tage eine Nachtfahrt machen, um das Display dann einfach zu zeigen, dass es in der Nacht funktioniert und wie die Sichtbarkeit ist. Und ich wünsche noch alles Gute. Genug gequasselt. Bis denn.